trotzdem kurz die Zeit, vielleicht uns kurz vorzustellen. Ich bin Anna Zinser, ich bin eigentlich freiberufliche User Experience Designerin, da in verschiedenen Projekten tätig und eins meiner Herzensprojekte ist das frühere Coaching, Karlsruher Coaching Lab, jetzt Coaching Community, wo wir es Leuten quasi innerhalb von Veranstaltungen ermöglichen, Coaching kennenzulernen, als Methode auszuprobieren und da abseits von sag mal, von den höheren Management-Ebenen, wo das vielleicht häufiger auch mal bezahlt wird, einfach auch jedermann das ausprobieren kann. Genau. Mein Name ist Christian Hofstadt, schön hier zu sein bei euch. Wir halten den Vortrag heute auf Deutsch, Hochdeutsch, vielleicht auch ein bisschen Ruhrgebietsdeutsch, je nachdem, was ihr verlangt. Genau, ich bin eigentlich bin ich Change Coach und Berater, das heißt, ich bin ganz viel in Firmen, aber auch bei ganz kleinen Initiativen und so weiter, Startups unterwegs und helfe bei Veränderungsschmerzen, meistens nicht im Voraus, sondern erst wenn es irgendwo weh tut, ganz auch viel im agilen Bereich momentan, weil das ja ganz hip ist, aber man nicht immer so genau weiß, was das denn sein soll. Und bin auch beim ehemals Coaching Lab, wir sagen gleich nochmal kurz was dazu, warum das jetzt Coaching Community vielleicht übergangsweise, vielleicht für immer heißt und wollen heute ein bisschen was über Binge Coaching erzählen und was das denn überhaupt sein soll. Dann gucken wir, dass wir die Technik gerade ein bisschen. Genau, bevor wir mit dem Vortrag loslegen, noch ein paar. Vielleicht ein paar Impressionen. Ich ziehe es einmal nochmal raus und wieder rein. Gut tut immer gut. Also so ja, es sind halt auch nicht die Hardware-Strategien. Ne? Ja. Ja, hat doch jemand. Deutlich besser. Also ihr seht ab und zu was auf. Für die kurze Aufmerksamkeit. Ja, ist Acer, den wir aber gesprochen haben. Welchen Format ist das? Das ist mit Keynote. Sonst müssen wir einfach so erzählen, ohne Bild. Sehen können. Ja, das hat jetzt noch vorher richtig funktioniert, oder? Ja, ich kann die Präsentation auf Twitter posten. Nicht. Christian, du kannst doch reden, so lange. Also ich erzähle mal, was man auf der Folie sehen würde. Also vielleicht zum Einstieg, da geht es noch gar nicht um Binge-Coaching. Was war Coaching Lab? Warum reden wir da in der Vergangenheitsform? Das war eine Initiative, die wir 2017 gegründet haben mit einer anderen Person, mit Christa Becker-Binder, die jetzt momentan nicht mehr dabei ist, aus diversen Gründen. Das war eine Initiative, die, wie Anna schon erwähnt hat, Coaching öffnen wollte für alle. Kostenlos anbieten wollte, experimentell öffnen wollte für alle. Das heißt, Menschen, die sich gar nicht auskennen, Menschen, die vielleicht schon mal ein Coaching hatten, aber vielleicht gar nicht Coaches sind, aber auch Profis etc. in verschiedenen Entwicklungsstufen, konnten sich da zusammenfinden und gemeinsam experimentieren. Wir haben 2017 im November angefangen, ganz hier in der Nähe, im Perfekt Futur 1 heißt es ja jetzt, ne, richtig, das sind die zwei. Da haben wir das erste Kickoff gemacht, ganz experimentell, wussten gar nicht, wer kommt da, wer macht da mit, wer hat Lust an Coaching mit zu experimentieren und Methoden zu hinterfragen, mitzugestalten und auch mitzumachen. Das bedeutet ja auch Partizipation. Und waren da ganz erstaunt, dass wir seit da einen regen Zulauf hatten an Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Bedürfnissen heraus dazugekommen sind. Viele aus dem agilen Umfeld, die gemerkt haben, ich heiße jetzt Agile Coach, ich heiße jetzt Scrum Masterin,
was mache ich da eigentlich? Könnt ihr mir ein bisschen zu Hause bieten? Viele andere aus dem systemischen Coaching, aus dem klassischen Coaching. Aha, super. Und wir haben dann später sehr viel im ZKM, in der Open Codes, die ist ja wahrscheinlich wohl bekannt, die jetzt zu Ende gegangen ist, nach mehrfachen Verlängerungen auch gastieren dürfen mit vielen experimentellen, schönen Sachen, die wir dort machen konnten, in Verbindung mit der Kunst dort, mit der Digitaltechnik dort, ich sag mal Bildmaschinen, Roboterarme, Brainwalks, mal ganz undigital, sieht man unten auch Brainwalks durch den Hallenbau, da gibt es ja auch noch die Hochschule für Gestaltung, nicht nur das ZKM, und haben dann eine Art Community aufgebaut und haben im Endeffekt geschaut, dass wir das auch kostenfrei lassen. Auf dem Weg ist dann irgendwas passiert, das müssen wir heute gar nicht thematisieren. Wir sind jetzt momentan die Coaching-Community aus rechtlichen Gründen, weil es da, ihr kennt das, ne, Romantik im Hintergrund gibt mit der anderen Person, die erwähnt wurde. Wir würden gern mit Herzblut weiter dieses Projekt weitertragen und kostenfrei lassen. Das heißt nicht, dass es irgendwann auch Firmen gibt, die das buchen. Das ist auch schon in der Mache, aber das ist ein anderes Aufsetzprojekt. Hier vielleicht noch ein ganz kurzes Bild vom letztjährigen Sommer. Im Rheinhafen haben wir ein Atelier mit Workshoppern, den wir jetzt demnächst verlassen, zugunsten der Südstadt. Das wurde aufgekauft, das AIA. Da sieht man auch rechts nochmal Christa, den Johannes, den Martin und uns. Das war unser erster Methodenprüfstand, wo das Publikum quasi Methoden mitbringen konnte. Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben, gesagt haben, ich möchte da mal was ausprobieren an Coaching-Methode, aber das kann ich nicht im Job, das kann ich nicht privat, ich habe keine Klienten, wo teste ich sowas? Und da haben wir einen Rahmen geboten erstmals und gesagt, naja, probiert es doch in einem geschützten, wissenschaftlich fundierten, ethischen Rahmen aus, also in einem geschützten Raum, und am Ende entscheidet das Publikum, was es geil fand und was nicht. Aber ohne irgendjemanden jetzt auf den letzten Platz zu schubsen. Das ist, glaube ich, so drei erste Plätze. Genau. Magst du vielleicht? Ja. Gut. Genau. Aber wir wollten uns ja nicht nur vorstellen, sondern wir wollten euch auch einen kleinen Impuls mitbringen, der quasi so ein bisschen auch ins digitale Zeitalter passt. Und wir haben uns überlegt, worauf haben wir denn Bock und was ist ein Thema, was uns vielleicht auch bewegt. Und wenn wir jetzt im Bereich Coaching, also ganz kurz, was Coaching für uns vielleicht auch bedeutet, weil das ist ja ein Begriff, der ist ungefähr so, ja, hypig wie eigentlich alles heutzutage, auch wie agil und. Also für uns bedeutet Coaching letztendlich, sind das Methoden, ist das ein Prozess, um quasi neue Lösungsperspektiven zu finden. Also quasi meistens ist der Anlass, dass es irgendeine Art von Anliegen gibt, das kann sein, dass man unzufrieden im Job ist, das kann auch sein, dass man sehr zufrieden im Job ist und gucken möchte, was gibt es denn darüber hinaus noch. Und da ist quasi Coaching eine Möglichkeit, nicht einseitig zu denken, sowas wie ich muss kündigen, ich muss da bleiben, sondern quasi den Perspektivenraum zu erweitern und zu schauen, mit was fühle ich mich denn wirklich gut. Genau, das kurz so zur Einführung. Genau, und dann haben wir uns das Thema rausgepickt, Binge-Coaching. Das ist eine kleine Referenz auf, was wir heutzutage als Binge-Watching kennen, also Leute, die bei Netflix permanent Serien durchgucken, also Staffel 1 bis 130 von Game of Thrones an einem Stück. Und wir haben so das Gefühl, ein bisschen in dieser Coaching-Welt, die ja auch sehr hypig ist, gibt es auch sowas vielleicht wie Binge-Coaching, also Leute, die sich immer weiter coachen lassen wollen. Und da aber vielleicht gar nicht zu einer tatsächlichen Besserung kommen, weil dieser Prozess alleine schafft ja die Verbesserung noch nicht, aber schafft vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl und man hat immer das Gefühl, man muss weiterkommen. Genau. Und wir haben das jetzt, also wir haben keinen Fäkalhumor, aber auch bei uns geht es etwas satirisch zu, deswegen nicht alles so ernst nehmen, was auf den nächsten Folien kommt. Wir haben mal überlegt, wen betrifft denn dieses Binge-Coaching oder wer sollte da vorsichtig sein, ne? Genau, wir haben Personas erstellt. genau, und liebe Frau zuerst genannt das Problemkind, wie gesagt, alles ein bisschen überspitzt. Das Motto von dem Problemkind ist vielleicht so, ja, mein ganzes Leben ist eigentlich ein Problem. Also man erkennt sie dann auch tatsächlich im Coaching, dass sie gar nicht ein klares Anliegen mitbringen, sondern die bringen eigentlich tausend Sachen mit, die schief laufen, die sich nicht gut anfühlen. Deswegen, genau, mein Leben ist mein Coaching-Anliegen.
Und das führt halt vielleicht zu einer Abhängigkeit, wenn ich so in Coaching gehe, weil ich auf einmal nur noch meine Probleme sehe und gar nicht mehr auf eine Lösung komme. Genau. Und es gibt auch das Pendant dazu, nämlich den Coach. Ich habe ihn mal liebevoll der Perpetuum Mobile Problemcoach. Also jemand, der quasi das Problem immer weiter treibt. Also man versucht gar nicht zu einer Lösung zu kommen, sondern es werden immer weiter die Probleme vertieft. Und das führt dazu, dass es tatsächlich eine Lösung kommt. Für den Coach ist das sehr lukrativ, also kann man sehr viel Kohle machen, wenn man diese Problemkinder quasi so füttert. Ich nenne den ja den Homo McKinseyensis. Das ist mein persönlicher Spaß. Genau, hier nochmal illustriert. Genau, den zweiten Typen, den wir so ein bisschen überspitzt, und wahrscheinlich ist in jedem von uns auch immer ein Teil von jeder Person ein Stück weit drin, ist so der Selbstoptimierer, auch ein super Zeitgenosse der Zeit. Sein Motto ist so ein bisschen, wer bin ich und wenn ja, wie viel mehr kann ich noch sein? Also ich bin zwar schon Bungee-Jumping springen gewesen, aber jetzt muss ich auch noch zum Mond fliegen. Und seine Coaching-Anliegen gehen ganz stark in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterkenntnis, aber auch sowas wie Work-Life-Balance, weil sie macht ja sehr viel. Und weiß aber manchmal gar nicht, wohin, weil halt die Zeit dann doch irgendwo auch begrenzt ist. Genau. Seine Abhängigkeit, warum er vielleicht zum Binge-Coaching verleitet wird, ist, dass es eigentlich immer was zu verändern gibt. Also er ist eigentlich nie richtig zufrieden mit seiner Gesamtsituation und will da immer noch besser, noch besser, noch besser werden. Also mehr Coaching, mehr Coaching, mehr Coaching. So. Das Pendant vom Coach ist für uns so ein bisschen der Fußballtrainer, ja, weil der will ja noch mehr rausholen und wenn man die WM gewonnen hat, dann muss man noch mehr Gas geben und die nächste auch wieder gewinnen und das führt meistens dazu, dass dann Deutschland in der Vorrunde rausfliegt. Also vergessen wir das ganz schnell wieder. Also hier ist eher der Coach einer, der halt so ein Antreiber ist und immer noch mehr verlangt auf dem Klienten. Genau, und die dritte Persona, die wir erstellt haben, sind die Sinnsuchenden, ja. Der ihr Motto ist eigentlich, warum? Die wissen immer nicht so ganz auch so wohin mit sich. Die sind dann vielleicht auch viel auf Weltreisen und suchen sich selbst und den Sinn. Vielleicht ist sogar ein Coaching-Anliegen von ihnen, wie kann ich die Welt verbessern? Also ich sitze hier in meinem Unternehmen in Karlsruhe, wie kann ich jetzt die Welt verbessern? Und das Ding ist aber, dadurch, dass sie ja permanent auf Sinnsuche sind, sind die manchmal auch sehr stark eigentlich beeinflussbar und fragen eher so andere Leute, was könnte denn mein Sinn eigentlich auch sein? Also weil sie quasi für sich selber gar nicht so sicher sind, wo der drin dann liegen könnte. Genau, und auch das, wie gesagt, sehr überspitzt, aber ein bisschen der Coach, der zu dieser Persona ganz gut passt, ist so eine Form von Wahrsagerin oder auch leicht ins Esoterische abdriften. Da gibt es, wir kennen tolle Geschichten von Coachings, wo die Leute verdeckte Zettel auf den Boden legen, also sie sehen nicht, was draufsteht und dann sollen sie mal erspüren, wohin denn ihre Reise geht. So. Also ich sage das jetzt so, aber ich finde es auch in Ordnung, wenn das jemand so möchte, ne? Aber es ist halt irgendwie ja auch ein bisschen esoterisch, genau. Ja, und Christian stellt uns jetzt vor, wie das denn anders laufen könnte. Vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung zu der Anekdote. Sobald man die Zettel umdreht, hat man wieder eine wissenschaftlich fundierte Methode. Man kann den Klient nämlich sehen, wo er sich verortet. Das war aber nebenbei. Ich fand es ganz spannend, wir haben den Pikachu hier dabei. Es gibt eine Masse an Coaches, auch wenn man die vielleicht, wenn man gar nicht aktiv sucht, vielleicht gar nicht sieht. In Karlsruhe gibt es in allen Städten, überall gibt es Menschen, die das Gefühl haben, sie müssten Coach sein für alles Mögliche. Wir sind so, ihr merkt es schon, in Richtung Business. Es gibt natürlich für alle Bereiche Coach, für Tiere, für Life, für was auch immer. Also auch anschlussfähig an das Einhorn, das wir vorhin gesehen haben. Uns war, glaube ich, ganz wichtig, lasst euch nicht fangen mit einem Pokéball, deshalb auch der Pikachu hier, von Leuten, die eigentlich den Namen Coach nicht verdient haben. Mach dich nicht zur Wurst. Heißt, es gibt ein Überangebot, es gibt quasi eine Fressmeile an Coaching, an Hypes, an Trendwörtern. Also wenn man so schöne Zeitschriften, hatte ich mal eine Zeit lang die Manager-Seminare liest oder Changement oder was auch immer. Man wird immer verrückter in diesen Hype reingetrieben, sich selbst zu optimieren, sich selbst zu verbessern, irgendwas, einen Anker zu finden, was auch immer. Das muss gar nicht esoterisch sein, das kann auch sehr mechanistisch formuliert sein. Auch das gibt's. Aber das war so der Aufhänger
sich nicht direkt mit dem Pokéball werfen zu lassen. Genau. Jetzt ist positiv, ne? Was ist Merkmal eines guten Coaches oder für ein gutes Coaching? Ihr werdet nicht gesteuert vom Coach oder der Coaching. Also ihr könnt eine Richtung vorgeben, ihr werdet nicht in eine Methode gepresst, ihr werdet nicht zu irgendwas gezwungen, was ihr nicht machen wollt. Also Klassiker, tanzen Sie mal Ihren Namen auf diesen umgedrehten Zettel, das geht einfach nicht. Es gibt ein klares Ziel und eine zeitliche Begrenzung. Um etwas einfach nur herumcoachen, kann man für Jahre machen, ja, nur so als Warnung. Man kann über alles Mögliche reden, man kommt nie zum Ziel, weil man es nicht definiert hat. Ja, der Klient sucht nach etwas, was er in sich selber finden muss. Der Coach ist kein Berater, der mir vorgibt, das ist der beste Weg für dich oder ähnliches. Die Askese des Coaches, ne, um eine Beeinflussung, selbst wenn ich meine als Coach mal eine bessere Idee zu haben, behalte ich die schön für mich. Daran erkennt ihr auch immer, jemanden, der das gelernt hat letztendlich. Manche Techniken lassen sich lernen, manches ist vielleicht auch Talent. Es gibt einfach Charaktere, die können nicht asketisch sein. Es gibt auch Mischformen, Berater, Coach, die auch schon mal auf den Tisch schauen und sagen, jetzt reden wir hier seit 3 Stunden, jetzt kommen wir auch mal bei der Pötte. Das kann es durchaus geben, das ist Geschmackssache. Aber es gibt keine wechselwirkende Beeinflussung. Aktives Zuhören, der Coach ist jemand, der eben nicht mehr Pausen hat, der aktiv zuhört und auch wirklich hört, was ich sage. Und da auch Sachen rauszieht, die ich vielleicht selber beim Sprechen gar nicht gehört habe. Ganz spannendes Phänomen des menschlichen Apparates da oben. Wichtig finde ich auch, das ist auch so eine, ich höre momentan ganz viel von Leuten, die sagen, wir lernen momentan beim Coaching auch, dass wir Leute therapieren und heilen. Da bin ich dann auch immer schon mit der Warnlampe unterwegs und will irgendjemanden hauen. Nein, nicht wirklich, ich bin ganz pazifistisch und lieb. Aber dann merken die Leute in der Ausbildung teilweise schon, dass eine Grenze überschritten. Coaching hat zwar seine Wurzeln in systemischen Fragen und die liegen definitiv in der Psychiatrie, aber mehr auch nicht. Ja, wir heilen niemanden und wir therapieren niemanden. Das heißt, wenn es jemandem schlecht geht, muss ein guter Coach auch erkennen, dass er zum Arzt muss, zu einer Ärztin oder ins Krankenhaus. Wichtige Basics, Vertrauen, Vertraulichkeit, das heißt, das muss auch stimmen. Also die Situation, wo ich sage, dass die alle sagen, das ist ein geiler Coaching, ein geiler Coach, da muss ich jetzt durch, die darf es nicht geben. Ne? Wenn das nicht mein Coach ist, nicht meine Coaching, sollte man da nicht hingehen. Allparteilichkeit heißt, es gibt natürlich auch Settings, wo ich nicht 1:1 coache, sondern mit Teams, mit mehreren Menschen, vielleicht auch Konflikte löse, dann sind immer mehr als 2 beteiligt. Da muss der Coach sich natürlich auch als eine Art Mediator raushalten können. Was Anna am Anfang sagte, ein sehr schöner Punkt ist, der Coach bringt mich irgendwo hin, wo beide am Anfang der Reise nicht wissen, wohin es geht. Das heißt, das kann ein ganz neuer Zielpunkt sein, der aufgeht. Es entstehen neue Handlungsoptionen, die man vorher nicht gesehen hat. Und das Ganze geschieht im besten Fall lösungsorientiert. Das heißt nicht irgendwie, versucht doch mal da und bohr doch mal dort, sondern man guckt vielleicht gar nicht so sehr auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Gutes Merkmal ist auch, Coach bildet sich selber weiter, lässt sich supervidieren, also auch eine Grundlage wissenschaftlicher Arbeit, da guckt nochmal jemand drauf, was ich tue. Es gibt ethische Regeln, ne? In der Coaching-Community, eben als Lab, experimentieren wir gern mit Dingen, aber wir machen keine Menschen-Experimente. Ganz wichtiger Unterschied. Wir finden, glaube ich, immer ganz wichtig, eine Offenheit der Beteiligten für Neues, auch mal zu sagen, naja, das ist vielleicht jetzt mal breaking the rules, vielleicht auch wie in der Fotografie, da entsteht manchmal was ganz Neues, was ganz Tolles und das müssen die Menschen dann auch zulassen können. Und das geht nur in bestimmten Settings und das geht nur, wenn der Coach oder der Facilitator, wenn das wir wollen, diesen Raum auch halten kann oder wenn die Gruppe diesen Raum auch halten kann und dieses Experiment auch gerne macht, glaube ich. Ich glaube, Spaß und Humor ist auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Wenn das so komplett fehlt und zu ihr ernst wird, ist das, glaube ich, zumindest gar nicht meine Sache. Soweit mal eine Checkliste, ne? Könnt ihr beim nächsten Coachbesuch mal abhaken. Ne? nur mal so als kleiner Anhaltspunkt. Ne? Weil es gibt eine Flut von Coachinnen und Coaches mittlerweile. Und das wird nicht weniger, das wird mehr. Genau. Soweit. Wir haben noch ein paar Termine für euch. Wir machen am 27.06. draußen erstmals ein Coaching Lab, Freiräume. Das heißt, wir werden uns zueinander verorten, wir werden gucken,
wie viel Freiraum brauche ich, wie viel Miteinander brauche ich. Wir werden uns lustig zweidimensionale Räume, wir verraten wir jetzt nicht, schaffen und mal schauen, wie sich das anfühlt. Und wir werden im Juli wieder einen Methodenprüfstand, wir hatten kurz erzählt, machen, wo ihr auch, euch auch noch bewerben dürft. Es gibt bereits eine Methode, die eingereicht wurde von zwei Damen und Herren von Essentri. Das heißt, es sind noch zwei Slots offen. Also wer mag und sagt, ich habe da irgendwo noch eine komische Idee, einfach uns antippen und man redet mal drüber. Und noch geheim, im September gibt es wahrscheinlich ein großes Coaching Lab in einem großen IT-Unternehmen. Ich nenne es immer 2 plus 2, damit niemand weiß, wie es heißt. Da ist der Termin aber noch nicht fix. Und ihr seid immer herzlich eingeladen, da teilzunehmen, mal reinzuschnuppern, zu schauen, ob das was für euch ist. Und damit hätte ich dann auch, glaube ich, schon den Übergang. Genau. Wir wollten eigentlich was mit euch machen, aber die Zeit ist schon um. Genau. Deswegen hatten wir uns schon vorher überlegt, nee, wir bringen was, wir bringen seine Selbstcoaching-Übungen quasi mit. Wer Lust hat, das mal für sich einfach auszuprobieren. Die eine Methode ist die Zeitkapsel. Das kann man für sich einfach machen. Sind ein paar lustige Fragen, die man beantwortet, in die Zeitkapsel steckt und irgendwann dann später wieder auskramt. Und das andere kann man auch toll mit Teams machen. Das kennen vielleicht auch einige. Ist so eine Superhelden-Superschurken-Übung, wo man ein bisschen über sich erfahren kann, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen und wie setze ich das im Berufsalltag ein. Genau. So auch, dass ihr mal seht, was so hinter den Methoden stecken könnte. Genau. Ja. Dürft ihr gerne mitnehmen. Ja. Cool. Vielen Dank. In der Community oder? In der Community. In der Community. Es gibt tatsächlich Runden, wo wir waren ja früher zu dritt, wir haben gesagt, wir machen 3 Sessions und jeder konnte sich überlegen, ob er in seiner Session ein Anliegen braucht. Das heißt, gibt es eine Anliegengeberin, einen Anliegengeber, ein echtes Anliegen. Ich weiß noch, dass wir hier im Perfekt Futur hatten wir einen Doktoranden, den ich schon länger kenne. Der hatte ein echtes Anliegen, er kam seit 8 Jahren nicht weiter in seiner Doktorarbeit. Und die Leute, die das erste Mal da aufgeschlagen sind, für uns war das ja auch Experiment, haben gar nicht gerafft bis zum Ende, dass sie in einem kollegialen Coaching, das heißt mehrere Menschen haben ihn unter Moderation von geschultem Personal gecoacht, die haben das bis zum Ende nicht glauben können, dass es ein echter Fall ist, dass sich jemand wirklich bereit erklärt, einen echten Fall, also seine eigene Seele da loszustellen. Für die kam das ungefähr so an, glaube ich. Wir haben das sehr gut durchgezogen. Wir haben öfter mal Sachen gehabt, wo Einzelpersonen Anliegen mitbringen konnten. Das ist natürlich gefährlich, weil das kann man vorher nicht einloggen. Wir haben einen Call vor Anliegen gemacht. Das kann jetzt auch beantworten. Dann kann man so in der Session, kann man auch sagen, habt ihr was? Wenn nicht, müssten wir jetzt auch schon wieder aufhören. Das ist so für eine Veranstaltung jetzt nicht so toll und für die Moderatoren nicht so super zufriedenstellend. Wir hatten aber auch ganz oft Sachen, wo wir gesagt haben, wir machen was im Team, Team-Coaching. Wir machen was Facilitating-mäßiges, wo für die Gruppe was Kreatives rauskommt. Und also ganz unterschiedliche Ergebnisse. Und die Leute können sich normalerweise im Vorfeld ganz frei entscheiden, in welche Gruppe sie gehen, wenn das nicht total unwuchtig wird. Das heißt, eine Person in einer Gruppe, die eigentlich 4 oder 5 mindestens war, ist immer schlecht. Aber es hat sich irgendwie verteilt. Genau, ja. Also insgesamt ist es wirklich, also wir sind schon eher im Business-Bereich, also ist jetzt, aber da ist es von einem Künstler, einem Mann quasi Unternehmen als Künstler, bis hin zu Leuten, die in Großkonzernen arbeiten, kommt eigentlich eine tolle Mischung auch zusammen und das ist, glaube ich, auch wovon das so ein bisschen lebt, weil jeder so ein bisschen auch eigene Perspektiven halt einbringt aus ganz unterschiedlichen Unternehmenskontexten und ja, das macht es spannender, sich auszutauschen. Ich ursprünglich? Ja. Raten Sie mal. Ja,
wenn ich jetzt sage, was Pädagogisches ist, ist es wahrscheinlich zu nah. Ja, fast. Es fängt mit Philo an und hört mit viel Sophie an. Ich finde es immer ganz lustig, die Frage zu stellen, auch in Firmen, weil da ich oft im agilen Umfeld und so unterwegs bin, habe ich oft das Phänomen, dass ich IT sprechen muss oder Ingenieur oder Wirtschaftskram, ne? Also nicht BWL, aber irgendwas dazwischen. Und dann frage ich das oft und dann werde ich so, ja, ITler oder die erkennen nicht mehr so schnell, dass ich mal Philosoph war, das war vor 10 Jahren oder so vielleicht anders. Aber am Redefluss müssen wir uns eigentlich machen. Am Redefluss müssen wir uns eigentlich machen. Also, ja, vielleicht bin ich jetzt eher. Ja, also gut, Soziales ist jetzt nicht, aber trotzdem ist es doch was Schönes. Da ist sicher ein humanistisches Menschenbild versteckt, ja. Ganz klar. Also, aber das liegt wahrscheinlich weniger an der Philosophie. Ich sehe Philosophie eher als Methode, denken zu lernen. Ja. Also studiert und promoviert zu haben, ist eher eine Methodik, Logik erfasst zu haben und sich auszudrücken. Aber die Richtung stimmt. Elementare Frage. Was wollt ihr mit dem Vortrag heute bezwecken? Was ist euer Anliegen? Was erhofft ihr euch? Mehr Mitglieder in der Community? Oder gibt es noch mehr, was ihr erreichen wollt? Wo ist euer Ziel langfristig mit dem Vorhaben? Wir freuen uns natürlich immer, wenn mehr Leute mitmachen wollen, das auch einfach ausprobieren, weil es lässt sich tatsächlich, glaube ich, relativ schwer erklären. Deswegen haben wir vom Thema her auch was mitgebracht, eher was vielleicht so ein bisschen auch erklärt um den Hype drumherum. Auch das wollten wir einfach mal mitgeben, ne? Weil ich kenne auch schon viele, die so, wenn die Coaching hören, dann denken sie, ach, gehen wir fort damit so. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist so ein bisschen so, auch wie mit dem Agilen zum Beispiel, dass die Leute gar nicht mehr verstehen wollen, was verbirgt sich denn da tatsächlich hinter und was ist vielleicht auch gut daran, ne? Weil so einfach in diesem Hype irgendwie so ein bisschen man eher so denkt, herkomm, also das geht ja schnell vorüber. Also da wollen wir tatsächlich auch ja, einfach ja, zeigen, was es halt noch so dahinter steckt, genau. Und natürlich freuen wir uns, wenn Leute kommen, mitmachen wollen, ja. Als Ergänzung einfach, ich glaube, ein paar Sachen haben wir schon so als Eckpfeiler, Leitplanken genannt, Partizipation. Ich glaube, wichtig ist auch, dass die Menschen uns auch bereichern, dass sie auch Ideen mitbringen. Also ich glaube, ich war bei jedem Coaching, das wir gemacht haben, immer wieder baff, wie viel die Menschen eingebracht haben. Dass sie nicht in ein vorgefertigtes Format gekommen sind, wo es ist, man hört schon so raus, ich bin ein großer Freund von Trainings. Ich sage immer aus Spaß, Trainings sind für Hunde, wenn ein Kunde fragt. Also ich bin sehr für offene, partizipatives Lernen letztendlich auch. Selbstlernendes Unternehmen ist so ein Schlagwort der letzten Jahre. Ist leider schlecht umgesetzt, aber da kann man tatsächlich experimentieren mit Formen, wo die Menschen tatsächlich auch was einbringen. Also ob das Visionsarbeit ist, ob das eine Gruppenarbeit mit Bildern ist, völlig egal. Wenn die Leute merken, ach, ich kann in dem Rahmen mitarbeiten, machen die das vielleicht auch freiwillig. Und wer nicht möchte, muss es nicht. Das ist ein sehr differenziertes Spiel, auch mit Motivation, Partizipation mal ausprobieren dürfen. Es ist nicht gleich falsch, es hat nicht dieses binäre Wertsystem, das wir sonst überall haben. Entweder ist es super richtig oder super falsch, super wertig oder nichts wert. Das haben wir in ganz vielen Gesellschaftsbereichen. Das aufzubrechen ist wichtig und auch einfach mal eine Tür zu sagen, kommt doch einfach mit eure Anliegen mit, jetzt nicht nur konkret die Coaching-Anliegen, sondern redet doch danach auch noch mit. Wir fanden es immer toll, dass die Leute mit uns, gerade auch als das ZKM, das Café Linden, noch bis 22 Uhr auf hat. Oh Gott, wie schön. Da kann man ein bisschen in die Nacht Weißwein machen mit den Leuten. Dann haben sich Scharen gebildet von Leuten, die noch mit uns diskutiert haben und es toll fanden, dass auf einmal sowas entstanden ist als Keimzelle. Und dass das nichts kostet, ist für die Leute, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also wir haben verschiedene Tests gemacht. Digital Media Women, das hat dann mal 15 Euro gekostet, schon hat sich die Stimmung verändert. Insofern ist der Ableger in Unternehmen gehen damit nochmal was anderes. Wenn Unternehmen anfragen, helft ihr uns bei einer Herausforderung, dann würden wir durchaus auch eine Aufwandsentschädigung nehmen, haben wir auch schon gemacht. Das heißt, da sind wir dann eine Kreativzelle, die rein implementiert wird. Ansonsten sind wir was, was offen ist und organisch lebt. Und davon lebt es Menschen mitmachen. Und auch immer wieder ganz verschiedene Mischungen. Ich glaube, das erklärt es ganz gut und ganz wortreich.
Dusche? Dann müssen wir auch eine Frage. Ja, von diesen drei Personas, die ihr beschrieben habt, die zweite, der wer bin ich und wenn ja, wie viel mehr könnte ich sein, ist was, also ich komme jetzt aus dem Personalbereich, was ich finde sehr, also diese Einstellung wird ja sehr gefördert zur Zeit, weil es sehr gesucht ist, dass man wahnsinnig neugierig ist und auf jeden Fall auf Weiterentwicklung aus, in allen möglichen Richtungen, natürlich fokussiert um das, wo das Unternehmen auch wachsen will, aber tendenziell so am besten in alles so ein bisschen. Und gerade diese Fußballtrainer-Parabel nutzt ja zum Beispiel Netflix explizit so, wir sind ein Sportteam und nicht eine Familie und so entwickeln wir uns auch weiter und so entwickeln wir auch unsere Mitarbeiter. Was wäre jetzt, also deswegen glaube ich, dass sich da schon sehr viele entweder in diesem Coachee oder in dieser Coach-Rolle wiedererkennen würden. Was wäre jetzt, habt ihr sowas wie einen Appell an diese beiden Seiten? Also ich glaube, per se ist es ja gar nicht schlecht, ne? Also bei allen dreien würde ich sagen, da ist auch immer was Gutes in jeder Person, ne? Also es ist ja auch immer überspitzt. Ich glaube, was halt bei dieser Selbstoptimierung natürlich auch, also dadurch, dass man nie zufrieden wird, ja, ist es natürlich auch belastend, ne? Man kann sich vorstellen, es geht dann weiter, immer weiter. Das heißt, wo ist das Ende und das andere, die andere Gefahr, die ich sehe, ist so ein bisschen dieses, woran orientiere ich mich und wo strebe ich eigentlich hin? Also ist es wirklich, deswegen war es wirklich auch Selbstoptimierung, also strebe ich zu meinem Selbst, finde ich wirklich das, was mich ausmacht, oder ist es das, was ich denke, was erwartet wird, also was das Unternehmen zum Beispiel auch von mir erwartet, ne? Wenn alle so sind und ich bin da auf einmal so verloren und muss mich auch dahin entwickeln vielleicht, oder ist es vielleicht nicht einfach wirklich nicht die richtige Firma für mich und für mein Wesen, wie ich bin, ne? Also das ist so, glaube ich, die Spannungsfeld. Ja. Was für der Appell? Ja. Ich hätte zufällig einfach an. Ich finde es ganz wichtig, wenn ich so, ich bin gern jemand, der auch wissenschaftlich ganz viele Felder, ganz viele Perspektiven sich anschaut und auch vergleicht, was machen wir noch nicht. Und was eindeutig fehlt, und das kam in einem der Punkte, die ich verlange von einem guten Coach, von einer guten Coaching auch, glaube ich, vor, ist, dem Klienten eine Freiheit zu geben. Also ihn nicht einzuschränken, ihm keine Schulterklappen draufzusetzen, zu sagen, marschier bitte, ne, in die Richtung, weil das braucht die Firma, oder marschier in die Richtung, sondern eine Offenheit zu geben, was steckt denn in dem Mensch wirklich drin. Das klingt jetzt vielleicht allzu humanistisch, aber da steckt eine Menge drin. Also ich sage immer, wenn man im kollegialen Coaching 8, 9, 10, das mache ich auch in großen Firmen, einfach mal experimentell, 8, 9, 10 fremde Personen zusammenwürfelt, die nicht miteinander arbeiten, dann haben die innerhalb von 3 Sekunden raus, wen sie mögen, mit wem sie mitarbeiten können, wie sie die Person einschätzen sollen und was sie in der Person sehen. Und da steckt ganz viel Ressource drin. Und das benutzen wir gar nicht. Das verbrauchen wir im Prinzip wieder, dadurch, dass wir Meetings machen, wo wir 8 Stunden im Kreis diskutieren, dass wir die Leute ermutigen, Dinge zu machen, die davon wegkommen, aber im Endeffekt auch gerade im Agilen ganz oft wieder da landen, dass wir die Leute in Schubladen stecken. Ja? Also egal, was ich da anschaue, ist ganz oft der Fall, dass die Leute es vereinfachen und wieder segmentieren und sich nicht die Freiheit geben, mal was ganz Verrücktes zu denken. Ich bin ein großer Fan von der Tetralemma-Technik. Die Leute, die in Dilemmata stecken, also entweder oder, mal rausnehmen aus dem Problem und zeigen, nö, guck doch mal, in der vierwertigen Logik wäre das ganz anders. Und daran sind wir nicht gewöhnt. Daran sind wir nicht gewöhnt, dass wir mehr Optionen haben, weil wir immer in Gut und Böse, Schwarz und Weiß, alles dazwischen kommt gar nicht mehr vor. Das wäre vielleicht mein Appell. Da mehr Methoden rauskamen. Da gibt es eine Menge, mit denen wir wieder offener, weiter, bunter, ne, gerade einhalten sollten. Ja, ein strahlender, bunter Regenbogen. Das klingt esoterisch, ist aber gar nicht so gemeint, dass wir da auch selber Ideen reinbringen. Weil sich immer nur am Hype orientieren, sich immer nur an dem orientieren, was andere vorgeben, was die Firma auch da gibt, produziert nichts Neues. Und das System verlernt dann letztendlich, können ganz viele Accelerator und so weiter, wo gepredigt wird, ihr müsst es machen wie eure Vorgänger und dann passiert gar nichts mehr. Also Google, Amazon etc., ob man die jetzt gut findet oder nicht, die haben was Neues gemacht. Man bringt aber in Systemen immer wieder das Gleiche bei. Das ist für die Systeme nicht besonders gut. Deshalb kreative Öffnungen, Anarchie, das sind so Sachen, mit denen ich gerne experimentiere. In Abstimmung mit Systemik, mit geordneten Bahnen, weil dahin muss es irgendwann hin. Und dann hat man irgendwann
erwachsene Menschen, das wäre glaube ich mal ein Appell, die selber darüber nachdenken, was sie da tun. Amen.